Hey Leute, immer wieder berichte ich über mysteriöse Verschwinden, bei denen erst Jahre später Hinweise und Spuren ans Tageslicht kommen, die den Ermittlern helfen herauszufinden, was mit der verschwundenen Person passiert ist. In den seltensten Fällen wurden sie entführt und leben noch. Meistens sind sie Opfer eines Mordes geworden. Zumindest wenn sie längere Zeit verschwunden sind. In dem heutigen Video berichte ich euch von einem Fall, der aber anders endet als alle anderen Fälle bisher hier auf dem Kanal. Es geht um das mysteriöse Verschwinden von Petra P. Am 26. Juli 1984 verschwand sie spurlos. Petra P. studierte zum damaligen Zeitpunkt Informatik in Wolfsburg und stand kurz vor der Abgabe ihrer Diplomarbeit. 100 Seiten hatte sie schon geschrieben, aber für die restlichen Seiten brauchte sie Ruhe und entschied sich daher, zu ihren Eltern nach Braunschweig zu fahren und sie da zu Ende zu schreiben. Ihre Eltern wollten gerade 2 Wochen in den Urlaub fahren. Das passte perfekt. Petra konnte in Ruhe an ihrer Diplomarbeit schreiben und sich gleichzeitig um ihren jüngeren Bruder kümmern. Doch dann kam es am 26. Juli 1984 ganz anders als geplant. Petra bereitet sie ihre kleine Auszeit in ihrem Elternhaus vor und bittet einen Kommilitonen aus dem Studentenwohnheim, ihre Pflanzen in den 2 Wochen zu gießen, in denen sie weg sein würde. Der Geburtstag ihres jüngeren Bruders stand vor der Tür. Petra fuhr in die Stadt und kaufte ein Geburtstagsgeschenk für ihn. Danach hatte sie noch einen Zahnarzttermin. Ihr Bruder wartete in Braunschweig im Haus ihrer Eltern auf sie. Doch Petra kam nie in Braunschweig an. Ihr Bruder machte sich einen Tag, nachdem Petra eigentlich da sein sollte, Sorgen, informierte die Polizei und gab eine Vermisstenanzeige auf. Es wurde ermittelt und die Polizei vermutete schnell, dass Petra wahrscheinlich auf dem Weg nach Braunschweig verschwunden ist. Denn in Wolfsburg ist sie nicht und auch sonst gibt es von ihr kein Lebenszeichen. Diese Theorie ergibt sich daraus, dass Petra mit dem Bus nach Braunschweig fahren wollte. Und ein Jahr zuvor wurde das 14-jährige Mädchen Kerstin W. ermordet. Und ihre Leiche wurde in der Nähe der Bushaltestelle in Wolfsburg gefunden, an der auch Petra P. auf den Bus gewartet hätte. Damit steht natürlich der Mörder der 14-Jährigen schnell unter Verdacht, auch die 24-jährige Petra P. umgebracht zu haben. Er wird verhört. Und überraschenderweise gesteht der vermeintliche Täter seine Involvierung in den Fall. Für Familie und Freunde von Petra ist das natürlich ein Schock. Die Hoffnung, ihre Tochter und Freundin könnte noch leben, wird mit ein paar Worten eines Mannes zunichte gemacht. Doch nur wenige Tage später widerruft der Täter sein Geständnis. Und auch die Leiche von Petra kann nicht gefunden werden. Was stimmt jetzt? Hat er Petra getötet? Oder wurde er bei den Verhören zu einem Geständnis gezwungen bzw. gedrängt und hat es deshalb widerrufen? Was ist wirklich mit Petra P. passiert? Fakt ist, Petra bleibt spurlos verschwunden. Es werden keine Hinweise auf Petras Verbleib gefunden. Aber auch keine Hinweise auf eine Ermordung. Aber als sie auch 5 Jahre später nicht auftaucht und sich auch bei niemandem meldet, lassen ihre Eltern sie für tot erklären. Damit wurde es ein abgeschlossener Fall, der von den Ermittlern ad acta gelegt wurde. Im Jahr 2015 kommt es in der Düsseldorfer Innenstadt zu einem Wohnungseinbruch in einem 5-stöckigen Mehrparteienhaus. Die Polizei wird alarmiert und fährt sofort zur Wohnung. Dort angekommen befragen sie die Nachbarschaft, ob jemand etwas gesehen oder gehört hat. Und eigentlich sind alle kooperativ, bis auf eine Frau. Sie weicht den Fragen der Beamten aus und verhält sich merkwürdig. Auch der Polizei fällt das auf und sie fordern die Dame auf, sich auszuweisen. Doch anstatt sich mit Papieren auszuweisen, sagt die Frau, dass sie die seit 31 Jahren verschwundene Petra P. sei. Der Fall wird an die Polizei aus Braunschweig weitergegeben, die damals für den Fall der vermissten Petra P. zuständig war. Sie verhört auch die Frau, die sagt, sie sei Petra P. Bei den Vernehmungen stellt sich heraus, dass die Frau, die sagt, sie sei Petra P., wirklich Petra P. ist. Sie sagt, dass ihre Flucht und ihr Untertauchen genau geplant war und es keine spontane Übersprunghandlung war. Sie hatte vor ihrem Untertauchen Geld gespart und bereits eine Wohnung in Gelsenkirchen angemietet,
ca. 300 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Damit sie nicht entdeckt wird, zog sie alle paar Jahre um. Petra P., die zum Zeitpunkt der Vernehmung schon 55 Jahre alt ist, hat in den 31 Jahren ihres Abtauchens keine Ausweise, Bankkonten oder eine Versicherung. Jobs nahm sie nur an, wenn das Gehalt bar ausgezahlt wurde. Außerdem lebte sie unter falschen Namen. Auf ihrem Klingelschild war ein sehr bekannter deutscher Nachname zu lesen: Schneider. Ihr Vorname war niemandem bekannt. Die Nachbarn berichteten, dass sie immer sehr nett und hilfsbereit war, jedoch auch verschlossen. Ein Nachbar berichtete, dass er sie kennenlernen wollte. Jedoch hatte sie abgeblockt und kein näheres Kennenlernen zugelassen. Petra lebte allein und auch der Paketbote gab an, noch nie ein Paket an sie ausgestellt zu haben. Der Bäcker um die Ecke kannte ihr Gesicht und bestätigte, dass sie ab und zu kam, um Brötchen zu kaufen. Aber warum wollte sie abtauchen und ihre Familie und Freunde wissen lassen, dass ihr möglicherweise etwas Schreckliches zugestoßen ist? Was kann passiert sein, das so schlimm ist, dass das hier die bessere Alternative ist? Doch Petra P. gibt bis heute keine Antwort auf diese Fragen. Ihr Bruder und ihre Mutter, ihr Vater ist mittlerweile schon verstorben, wollten sofort zu ihrer vermissten Petra. Doch Petra möchte keinen Kontakt zu ihnen. Es scheint allen Anzeichen nach, dass Petra P. ihr Verschwinden so aussehen lassen wollte, als wäre ihr etwas zugestoßen. Probleme in der Familie, Gewalt oder sexuellen Missbrauch hatte es nicht gegeben. Es muss einen anderen Grund gegeben haben. Der Psychologe Gerd Zimek sagt, dass es natürlich schwierig sei, eine Ferndiagnose zu stellen, jedoch liegt ein psychisches Krankheitsbild, die dissoziative Fugue, sehr nah. Petra war damals in den Endzügen ihrer Diplomarbeit. Stress und Überlastung, Druck, zu hohe Ansprüche an sich selbst und Versagensängste könnten bei Petra zu einer Situation geführt haben, aus der sie schnell fliehen wollte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die plötzliche Flucht entsteht nicht aus Reise- oder Abenteuerlust, sondern ist vom Willen der erkrankten Person unabhängig. Ob das aber wirklich der Grund war, wissen wir nicht. Das ist nur reine Spekulation. Solltet ihr euch für einen Fall einer diagnostizierten dissoziativen Fugue interessieren, klickt jetzt oben rechts auf das Pop-up. Da kommt ihr zum Fall von Hannah Ab, die Frau, die dreimal spurlos verschwunden ist. Petra P. trägt heute wieder ihren richtigen Namen. Die Polizei und Familie und Freunde hoffen, dass die Frage nach dem Warum irgendwann von ihr beantwortet wird. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke und oder lasst ein Abo auf meinem Instagram-Kanal da. So werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video auf diesem oder dem Hauptkanal erscheint. Ja, ich weiß, dass es mühselig ist, das immer wieder zu hören, aber es bringt wirklich viel. Wenn kurz nach dem Video-Upload viel Interaktion in Form von Kommentaren oder Likes stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Video auch Leuten vorgeschlagen wird, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Also einen Kommentar oder Like dazulassen, bringt auch viel. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.